Hallo liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge GDA Online. Mit mir alleine mal eben, weil ich habe was vor. Ich will mal wieder ein bisschen fliegen, da habe ich richtig Bock drauf. Das habe ich neulich mal gemacht, nachdem ich richtig viel Elite Dangerous gezockt habe. Muss ich das so vorstellen, Elite Dangerous ist ein Spiel, wo man in einem Raumschiff rumhängt und durch das Weltall fliegt und das Ganze in der Ego-Perspektive. Das habe ich gezockt und anschließend bin ich in GTA rein und bin geflogen in der Ego-Perspektive. Das Fliegen in der Ego-Perspektive hat mir einen ziemlichen Boost gegeben. Ja, den Flitzer will ich haben. Und ich habe ziemlich krasse Stunts gerissen und das probiere ich jetzt nochmal. Ich kann nicht versprechen, dass es nochmal genauso geil klappt. Gut, auf der anderen Seite, ihr wisst natürlich nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe es nur leider nicht aufgenommen. Deswegen habe jetzt auch kein Elite Dangerous gespielt. Eigentlich müsste ich das vorher machen. Erst Elite Dangerous zocken, dann ist mein Mind so weit, dass ich irgendwie derbe abgehen kann. So, und jetzt das Wichtige, dass ich in die Innenansicht gehe, weil die macht's aus. So, jetzt können wir mal hier ein bisschen rumragen. Und ich muss mir einfach nur vorstellen, ich wäre wieder im Weltall. Das ist das Geile. Seht ihr, was ich meine? Vor allen Dingen, das Ganze funktioniert auch über Kopf. Gucken, ob ich... Nee, das wird nichts. Aber das wird was. Okay. Da bin ich abgedriftet. Ich weiß nicht, was mit dem Flugzeug gerade los ist, aber egal. Also es läuft schon mal ganz gut. Ungefähr das meine ich. Wobei das letztes Mal noch ein bisschen krasser ging. Aber wenn man sich gewöhnt hat, also es ist alles Gewöhnungssache, an die Ego-Perspektive. Der Nachteil ist natürlich, dass man gerade so nach unten hin nichts sieht. Deswegen, was richtig gut klappen sollte, ist eigentlich versuchen, sich zu gewöhnen, über Kopf zu fliegen, weil dann sieht man mehr von den Sachen, die unten sind, unter der Stadt. So, und jetzt werde ich nervös, weil das hier ist schwer. Okay, aber es läuft, es funktioniert. Krass. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, dass ich in der Aufnahme derbe angespannt bin, wenn ich sowas hier mache. So, ich versuche mich mal wieder zu drehen, weil ich keinen Plan habe, was da hinten noch so kommt. Und wir versuchen die Nummer jetzt nochmal in die andere Richtung. Jetzt versuche ich mal wieder gerade zu fliegen. Das ist jetzt einfach, hier so mit dem Flieger irgendwie rumzujuckeln. Natürlich hier bei dem ist die Mitte immer ein bisschen schwieriger. Also jetzt bei der, nicht bei der Brücke, sondern bei der jetzt. Und dann hier unten lang. Und dann die nächste. Und das Geile war letztes Mal. Achso, man muss noch Folgendes bedenken. Ich bin im Moment bei Vollgas. Also ich drücke die ganze Zeit den Vollgasknopf. Also ich versuche so schnell zu fliegen dabei, wie es geht. Das ist auch nochmal. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Der Nachteil ist natürlich, die Sachen kommen viel schneller auf einen zu. Den Anruf brauche ich jetzt nicht. Die Sachen kommen viel schneller auf einen zu. Der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, das Flugzeug reagiert natürlich viel schneller. Das heißt, behaupte ich jetzt mal. Also wenn ich langsamer fliege, dann funktioniert das, glaube ich, nicht so gut. Dass das Flugzeug so schnell reagiert auf meinen Steuerknüppel und so schnell zur Seite zieht, dahin, wo ich es haben will. Ja? Gut, das ist jetzt noch alles, ja, ich muss immer im Kopf behalten, dass ich Flügel habe, hier links und rechts, die natürlich ein bisschen weit rausgehen und die dürfen nirgendwo anstoßen. Ja, das ist die große Schwierigkeit in der Ego-Perspektive. Das geht so natürlich viel einfacher, weil da sieht man das Flugzeug von außen. Aber das ist natürlich das richtige Flugfeeling, was wir jetzt hier haben. Und es macht mir derbe viel Spaß, wenn ich nicht so nervös wäre. Und ich bin eigentlich nur so nervös, weil jetzt eine Aufnahme ist. Okay, ich will es nochmal über Kopf versuchen. Mal gucken, ob wir noch irgendwas reißen können über Kopf. Ich weiß halt nicht, wie lange ich das jetzt im Moment durchhalte. Ich muss versuchen, vielleicht mich ein bisschen besser zu entspannen, damit das hier funktioniert. Ich glaube, da unten die Brücke, das kann ich nicht nehmen, weil da sind Laternen, gegen die würde ich dann gegenknallen. Ja, die sehe ich von hier oben.
Man kann auch mal so über Kopf hier zwischen den Häuserschluchten, das ist auch ganz geil. Vielleicht auch ein bisschen tiefer. Und da kommt eine Brücke, da muss man aufpassen. Das ist dann der Nachteil, wenn man bei Vollgas fliegt, ne? Diese Dinge kommen sehr schnell auf einen zu. Und es kommt auch noch was dazu. Einen großen Nachteil, den ich jetzt habe, es ist schon spät abends. Es ist 23.24 Uhr, um es genau zu sagen. Und ich habe schon so einen Tag hinter mir. Das heißt, mein Gehirn, so in meinem Alter ist das so, funktioniert nicht mehr ganz so gut, wie ich das möchte. Jetzt können wir hier nochmal durchballern. Und ich will mal nochmal versuchen, hinten die große Brücke beim Hafen, diese große Spannbrücke, die man jetzt auch sieht, da nochmal drunter durchzufliegen über Kopf. Weil das ist eigentlich das Geilste, wenn man das hinkriegt. Das habe ich letztes Mal hingekriegt. Und ich habe es auch schon mal in irgendeiner anderen Folge gemacht, aber nicht so krass, wie ich das jetzt gerade eben veranstalte. Nicht gerade eben, sondern an dem Tag gemacht habe, wo ich keine Aufnahme davon gemacht habe. Genau, so. Wie gesagt, man merkt, ich bin nervös. Ich weiß nicht, nee, der ist zu knapp. Das wird nicht funktionieren. Aber der hier geht. Ja, es funktioniert alles. Man muss sich eben... So, und den nächsten nehme ich auch mit. Und dann ist halt die Schwierigkeit, aus der Nummer wieder rauszukommen. Nämlich jetzt hier. Da muss man sich drehen. Jetzt kann ich wieder über Kopf gehen. So, und den da hinten müsste man theoretisch auch schaffen. Das ist auch alles schaffbar, was ich jetzt hier mache. Ja, funktioniert. Hier mal zwischen den Krähen durch. Ist auch nichts Besonderes. Aber hier muss man wieder hochziehen. Ja, das ist klar, weil kommt erst Wasser und dann kommen wieder die Sachen auf einen zu. So, jetzt bin ich einmal kurz vom Gas gegangen, damit ich mich schneller drehe. Und dann gebe ich wieder Vollgas. Was ist das hier eigentlich für eine Brücke? Kein Plan. Aber ich hatte noch irgendeinen krassen Move gemacht. Mal gucken, wo das war. Ich finde es, glaube ich, nicht mehr. Das war irgendwo anders eine Brücke. Ich muss auch ein bisschen, wenn ich im Kreis fliege, ein bisschen aufpassen. Ah ja, das ist diese Brücke hier. Können wir... Schräg fliegen ist eigentlich auch ganz lustig. Da gibt es so ein paar Regeln, die man beachten muss. Man muss nämlich einfach, damit das Flugzeug nicht nach unten wegsackt, das Steuerungspedal für rechts benutzen. Also, ne, man kann ja, ich zeige das nochmal eben kurz, wenn man so ganz normal fliegt, dann kann man ja links und rechts sich bewegen. Nicht drehen, ne, und dann hochziehen. Und jetzt hängt mein Rechner und gibt mir eine Fehlermeldung. Okay. Okay. Hier ist jetzt ein Fehler. Das Bild ist eingefroren, leider. Gut, schade. Ich mache kurz einen Switch, bin gleich wieder da. So, da sind wir schon wieder. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Jedenfalls ist GTA bei mir zum Absturz, also ist bei mir abgestürzt. Das sieht man jetzt daran, dass ich musste alles nochmal neu starten, habe den Rechner auch nochmal neu hochgefahren. Es kann auch sein, dass es am Server lag. Also ich bin mir jetzt nicht mal so sicher, ob das an meinem Rechner lag oder nicht vielleicht sogar am Server. Weil nachdem ich wieder rein bin, hat der Server mir ein paar Fehlermeldungen gemeldet. Ist aber nicht so schlimm, jetzt bin ich wieder da. Jetzt ist hier gerade Nacht auf der Map, in der ich bin. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil das macht die ganze Geschichte ein bisschen spannender, ein bisschen herausfordernder. Ich weiß nicht, ob man das hier machen kann. Ja, kann man. Eine Laterne habe ich auf der rechten Seite berührt, aber am Flugzeug raucht nichts. Muss ein bisschen aufpassen, genau, bei diesen Dingern hier. Aber diesen, die sieht man so schlecht. Diese Strommasten. Also die Stromleitungen zum Glück machen in GTA irgendwie nichts aus. Aber die Strommasten, die tauchen manchmal unvermittelt auf und dann knallt man dagegen und dann war's das. Okay, jetzt können wir mal gucken. Okay, hier ist das hier. Immer zwischendurch. Da kommt man nicht durch. Ja, eigentlich, huch, habe ich schon eine ganze Menge gezeigt. Das war knapp gerade, was ich da gemacht habe, das Manöver. Ich muss mal wieder über Kopf fliegen. Der Vorteil ist, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, man sieht viel mehr vom Boden und kann die ganze Geschichte ein bisschen besser handeln. Die Brücke sieht natürlich
geil aus im Dunkeln. Komm, dann machen wir nochmal einen kleinen Stunt hier. Vor allen Dingen nehme ich den unteren Bereich. Hier mit den Lichtern. Die Autos. Das ist geil. Da hat gerade jemand gerufen. Oh! Ja, das ist das, was ich meine. Das passiert nachts. Da war jetzt eine Laterne vor mir. Die habe ich einfach zu spät gesehen. Die habe ich im Dunkeln gar nicht gerafft. Einfach. Das ist der Nachteil im Dunkeln. Warte mal, ich könnte mal meine Karre anfordern. Die steht am Flughafen, aber die kann man mir ja bringen. Und jetzt kommt auch schon die Feuerwehr, weil da hinten oben auf der Brücke, also die fährt wahrscheinlich oben gerade auf der Brücke, die Feuerwehr, und will den Brand löschen von meinem Flugzeug. Vielleicht schaffe ich es von hier aus, müsste ich mal gucken, um auf die Brücke zu kommen, und wir können uns das Wrack noch angucken. Das wäre ganz interessant. Ich meine, dass ich... Aber nee, da komme ich so nicht hoch. Ist hier eine Chance? Doch, ich wüsste einen Weg, wie ich probieren könnte, hochzukommen. Ja, ich habe eine Idee. Ich hoffe, dass das Wrack nicht wegspawnt. Ich muss allerdings dafür in die Außenansicht, weil dann fährt es sich besser. Mal, wo bin ich? Ah, ich weiß, wo ich bin. Alles klar. Probieren wir das mal. Ah, ich befürchte, dass das Flugzeug wegspawnen wird. Beziehungsweise das Wrack, weil wir sind jetzt schon ein Stück weit weg. So, jetzt muss ich hier mal gucken, eben kurz. Hier mal hoch und wenden. Ah. Genau, hier wollte ich hoch und ich hoffe, ich bin nicht zu weit. Nein, nicht aufs Dach. Okay, jetzt bin ich nämlich auf dem Highway, auf den ich drauf wollte, und hier irgendwo ist mein Flugzeug gecrasht. Und ich befürchte, es ist nicht mehr da. Wahrscheinlich hier, bei dieser Laterne. Aber hier ist nichts mehr. Schade, dass das... Schade, dass das... Ja, hier vorne kann es nicht sein. Es muss die mittlere gewesen sein, weil ich bin durch... Also ich bin von da gekommen, hier lang geflogen. Ja, ja, komm. Verkehrsrowdy. Und diese Laterne hier. Wo ist sie denn? Ah, hier. Ja, man sieht die kaum im Dunkeln. Das ist das Problem, ne? Und die. Ja, die ist auch so fest. Die kann man. Hier ist ein Fallschirm. Wie geil. Gut, bräunig einsammeln habe ich. Okay. Ja, hub mich voll. Ja, ich hoffe, diese kleine Stunt-Einlage, Flugzeug-Stunt-Einlage mit Explosion am Ende hat euch gefallen. Lasst mir doch ein paar nette Kommentare da. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.